Egal ob WhatsApp, Spotify, FIFA oder Instagram. Medien gehören zu unserem Alltag dazu und sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Und das ist auch gut so, denn sie eröffnen uns viele Chancen und Möglichkeiten, die die Generationen vor uns nicht hatten. Doch Medien bringen nicht nur Vorteile mit sich, sondern können auch viel Stress und Ärger verursachen. Mithilfe von Ben und Anna wollen wir euch heute zeigen, ab wann Medienkonsum zu einem Problem werden kann und was ihr tun könnt, damit euer Medienkonsum nicht aus dem Ruder läuft. Dafür wollen wir euch Ben und Anna zuerst einmal vorstellen. Die beiden sind 14 Jahre alt und besuchen die 8. Klasse einer Gesamtschule. In seiner Freizeit spielt Ben gemeinsam mit seinen Freunden im Verein Fußball. Zweimal die Woche haben sie Training und am Wochenende meistens noch ein Spiel. Zu seinem Opa hat Ben eine sehr gute Beziehung, da sie beide große Fußballfans sind und oft gemeinsam ins Stadion gehen. Außerdem feuert Bens Opa ihn oft bei seinen Fußballspielen an. Vor ein paar Wochen hat Ben sich gemeinsam mit seinem besten Freund zu einem Skatekurs im Jugendzentrum angemeldet. Wenn Ben ansonsten mal Langeweile hat, trifft er sich gern mit ein paar Freunden zum Chillen. Manchmal zocken sie auch gemeinsam FIFA. Kommen wir jetzt zu Anna. Anna tanzt für ihr Leben gerne Hip-Hop. In diesem Jahr hat sich ihre Tanzgruppe sogar für die deutsche Meisterschaft im August qualifiziert. Ihre Erlebnisse und neue Tanzideen teilt sie regelmäßig auf Instagram. Außerdem hat Anna vor kurzem TikTok für sich entdeckt. Gemeinsam mit ihren Freundinnen nimmt sie regelmäßig Videos auf und teilt diese auf TikTok. Dabei haben sie viel Spaß. Annas Tante Evelyn lebt in den USA, weshalb die beiden sich nicht häufig sehen. Umso mehr freut sich Anna auf den Besuch von Tante Evelyn in den Sommerferien. Die beiden wollen zusammen in den Freizeitpark und auf ein Konzert. Die Karten hierfür hat Anna zu Weihnachten von ihren Eltern geschenkt bekommen. Wie ihr also seht, gibt es im Leben von Anna und Ben viele Dinge, die ihnen gut tun und Spaß machen. Dazu gehören auch digitale Medien. Doch manchmal passieren Dinge im Leben, mit denen man nicht gerechnet hat. Aktuell zum Beispiel der Ausbruch des Coronavirus. Plötzlich fällt das Fußballtraining flach und auch in der Bundesliga müssen die Stadien erstmal leer bleiben. Großveranstaltungen wie die Deutsche Hip-Hop-Meisterschaft müssen abgesagt werden. Auch der Skatekurs ist bis auf Weiteres verschoben. Außerdem darf Tante Evelyn die USA momentan nicht verlassen und kann daher in den Sommerferien nicht nach Deutschland kommen. Der Freizeitpark hat sowieso zu und das Konzert wurde aufs nächste Jahr verschoben. Aber nicht nur durch das Coronavirus können solche unangenehmen Situationen entstehen. Zum Beispiel hätte Bens Freund keinen Bock mehr auf den Skatekurs haben können. Oder Ben verletzt sich und kann erstmal kein Fußball mehr spielen. Oder Anna könnte sich mit ihren Freundinnen zerstritten haben. Oder in der Schule läuft es dieses Halbjahr einfach nicht so gut. Oder zu Hause gibt es immer häufiger Stress mit den Eltern. Das macht traurig und belastet. Vielleicht fühlt man sich auch alleine und überfordert mit der Situation und weiß nicht, wie man mit den Problemen umgehen soll. Doch Gott sei Dank gibt es für solche Phasen digitale Medien. Mit FIFA, Instagram und Co. kann man sich gut ablenken und seine Probleme wenigstens eine Zeit lang vergessen. Anna findet in den sozialen Medien neue Freunde, sodass sie sich nicht mehr ganz so alleine fühlt. Und Ben kann seine Liebe zum Fußball wenigstens über FIFA ausleben. So kommt es, dass die beiden immer mehr Zeit vor dem Smartphone und der Konsole verbringen. Doch wann hat Ben jetzt noch Zeit für seinen Opa? Und wann soll sich Anna wieder mit ihren Freundinnen vertragen? Wann haben die beiden noch Zeit für ihre Hausaufgaben? Und wann haben die beiden Zeit für ihre Familie und Freunde? Nach und nach verlieren Anna und Ben immer mehr das Interesse an den Dingen, die ihnen früher so wichtig waren. Hauptsache, sie können in Ruhe FIFA zocken oder auf Instagram unterwegs sein. Das lenkt sie so gut von ihren Problemen ab. Ihr seht also, dass digitale Medien nicht nur Vorteile haben, sondern auch Nachteile. Doch was könnt ihr jetzt tun, damit euer Medienkonsum nicht zum Problem wird? Wir haben euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, die euch dabei helfen sollen. Legt am Tag bestimmte Zeiten fest, an denen ihr bewusst auf Medien verzichtet. Das gleiche gilt auch für euer Handy. Ihr könnt zum Beispiel App-Timer benutzen, um die Nutzungsdauer bestimmter Apps einzuschränken. Um Streit mit den Eltern zu vermeiden, kann es hilfreich sein, gemeinsam Regeln für die Mediennutzung festzulegen. Einen solchen Mediennutzungsvertrag findet ihr zum Beispiel auf clicksafe.de. Außerdem ist es wichtig, dass ihr euch alternative Hobbys zum Medienkonsum sucht.
Solltet ihr Probleme haben, dann vertraut euch jemandem an, zum Beispiel einem Freund. Denn oftmals werden digitale Medien genutzt, um sich von seinen Problemen abzulenken, anstatt über diese zu sprechen. Wenn ihr dennoch das Gefühl habt, euer Medienkonsum wächst euch über den Kopf oder es gibt deswegen immer mehr Streit zu Hause oder ihr macht euch gar nicht um euch, sondern um einen Freund oder eine Freundin Sorgen, dann wendet euch an eine Suchtberatungsstelle in eurer Nähe. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort unterliegen immer der Schweigepflicht. Hier seht ihr nochmal Links zu hilfreichen Websites und der Online-Beratung des Caritas-Verbandes. Die Online-Beratung könnt ihr bequem und anonym von zu Hause aus in Anspruch nehmen. Unter den eingeblendeten Kontaktdaten könnt ihr euch auch gerne persönlich bei uns melden. Wir sind für euch da!